Nein. Nein, nein. Oh, Alter. Glück gehabt. Sage ich nur dazu. Dann müsste der hier noch was machen. Das hatte der auch vor. So, komm her. Bäm. Boah, ich habe das TNT sogar entschärft. Alter. Und hallo Freunde, und hier sind wir zu, ja, paar Runden Minecraft Skywars. Und zwar jetzt nicht mehr wieder solche riesen Team-Varianten, denn nämlich das habe ich jetzt schon sehr oft gerade gebracht in der letzten Zeit auf meinem Kanal, wie Cores oder Zombies. Jetzt mal wieder ganz normal so eine Runde Skywars, und es gibt eigentlich nur eine Sache zum Ansprechen, und zwar, dass das Projekt mit NitriLP ja, also bald starten wird, aber das, also das bedeutet übernächste Woche. Und nächste Woche, ich wenig Zeit habe aufzunehmen, und morgen oder übermorgen kann es sein, dass auch kein Video kommt. Und jetzt baue ich mich mal auch mal hier neben die Gegner. Und MLG CopRap schon mal nicht gestanden. So, perfekt. Okay, dann packe ich mal ein paar Sachen rein. Okay, gut. So. Das brauche ich alles nicht. Und hier oben hat er, glaube ich, auch die Kisten geleert, oder? Ja. Und hier ist noch was. Perfekt. Und ja, jetzt wollte ich mal versuchen, mich mal jetzt nicht gleich in die Mitte zu bauen, wie sonst immer hier die anderen. Wir haben ja eine relativ gute Rüstung. Ich höre gerade ein Gebau. Und ich frage mich gerade, wo. Ach so, über uns. Okay, habe ich ein Feuerzeug? Jo, super. Da wird er jetzt ein Wunder erleben. Alter, der flog einfach. Jo, perfekt. Habe ich den jetzt mal? Und der flog einfach in der Luft. Alter, was war mit dem? Okay, ich unterstelle jemandem mal gar nichts, dass er jetzt irgendwas hier anhat. Und ja, das Projekt, wie gesagt, soll nächste Woche, nein, übernächste Woche starten. Nämlich, wir werden uns da ja noch befassen. Und dann wird es auch noch so gemacht, dass zum Beispiel bei mir immer die ungeraden Zahlen kommen. Also, das bedeutet, bei mir kommt, bei uns beiden kommt Folge 1 und die letzte Folge davon. Und bei ihm wird es so kommen, also wird es so aussehen, dass bei ihm immer, dass bei ihm dann die Folge 2 kommt und die Folge, und halt eben dann die Folge 4 und immer so weiter. Weil wir das nämlich dann auch selber nicht schaffen, wegen der Schule, auch noch so, dass wir fast jeden Tag auch noch eine Folge bringen. Weil ich zum Beispiel nur Minecraft aufnehmen möchte, er braucht sehr lange zum Rendern, und deshalb machen wir das halt eben dann einfach mal so. Und ja, dann werden wir uns auch immer, also wenn wir auch immer die Folgen so verlinken, bei mir werden immer die Arc-Folgen am Freitag kommen. Und bei ihm kommen immer die Folgen am. Und wir haben sogar schon fast Finale, Alter. Und bei ihm kommen die Folgen am. Ja, wann kommen die denn bei ihm? Ja, am Mittwoch, glaube ich. Und ja, und so wird es dann halt eben aussehen. Und dann werden wir auch noch vielleicht ein paar Leute zum Projekt bringen, vielleicht auch nicht. Also, das sind wir noch im Überlegen. Aber auf jeden Fall zuerst, damit ihr wisst, wann so circa die Folgen kommen. Und wie sie kommen. Bei mir musste ich noch schauen, dass das alles auf konstanten FPS-Werten bleibt, weil das ist schon ein sehr grafiklastiges Spiel. Und also ich habe es schon mal getestet, aber bei mir klappt es eigentlich ganz gut. Also aufnehmen, top. Alter. Aufnehmen, top. Kein Problem. Oder besser gesagt, allgemein wenig Probleme damit. Nein! Och, und dann lege ich mich mit so einem Dia-Typen an. Hätte ich doch. Oh, ich hatte doch einen Goldapfel. Und ich renne in die Mitte. Okay, gut, ich werde es jetzt nochmal versuchen mit dem Rumbauen. Aber so ziemlich das wollte ich eigentlich nur ansprechen. Und dann, ja, sage ich mal, dann sehen wir uns jetzt auch nochmal zu der nächsten Runde. Und ja, hier sind wir jetzt zur zweiten Runde Skywars. Und zwar nochmal auf derselben Map. Das habe ich gar nicht bemerkt irgendwie. Und
Ja, also so ziemlich, das war alles, was ich ansprechen wollte. Obwohl, eine Sache werde ich jetzt nochmal so anschneiden. Und zwar, weil manche auch schon fragen, wann das Projekt beginnt. Ich brauche, wie gesagt, noch etwas mehr Einsendungen. Ein paar stehen schon fest, nur die haben es noch nicht bekommen. Aber das wird auch in der Laufe der Zeit nochmal, wie gesagt, ja, werde ich das nochmal zusenden. Die Mail. Und ein paar YouTuber haben auch noch ein paar Videos dazu gemacht. Also wie zum Beispiel auch noch die anderen Mitglieder oder die anderen YouTuber, die halt eben auch die Könige sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich zu ihm bauen soll. Mach ich einfach mal. Okay, der ist auch ein Tank. Dann haben wir auch einen Weg in die Mitte. Obwohl, der rennt jetzt zurück. Baut sich nach oben. Okay. Ja. Komm mal her, mein Freund. Aber ab einem bestimmten Punkt überleben wir es nicht. Okay, gut. Die sind so ziemlich gleich aufgestellt, was das angeht. Ach ne, jetzt brenne ich, verdammt. Jetzt ist das für ihn ein gefundenes... Also bin ich jetzt ein gefundener Fall zum Töten, aber der bleibt doch noch auf dem Baum. Aber der muss auch langsam runterkommen. Ah, jetzt brennt er auch, super. Ist doch nicht immer so schön, wenn man sich jetzt so baut. Komm doch mal runter, mein Freund. Okay. Oder muss ich wieder zu dem hochkommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Crafting Table, deshalb kann der nicht brennen. Aber wir auf jeden Fall werden noch Probleme kriegen mit Leuten aus der Mitte. Jo, perfekt, da habe ich den. Okay, der hat da auch nicht viel bessere Sachen gerade als wir. Also den Rest kann ich eigentlich liegen lassen. Ich muss jetzt auch noch aufpassen, dass wir jetzt hier nicht runtergeworfen werden oder so. Jetzt brauche ich mich mal in die Mitte kommen. Ich habe mal wieder Lust, mal in die Mitte zu gehen. Ich glaube, da sind schon welche, aber man kann es ja mal versuchen, wieder mal in die Mitte zu gehen. Und ja, also ihr könnt auch ruhig Freunden Bescheid sagen, dass ich auch so ein Projekt mache von euch. Das ist kein Problem. Also ich habe schon ein kleines Server-Team, obwohl... Nein, 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 oh, Alter. Glück gehabt, sag ich nur dazu. Okay, gut, komm, komm. Aber ich habe wenig Leben. Nein, nein, och Mann. Der hatte einfach so viel gerade, aber trotz allem, dieses Auffangen war richtig mies. Alter, ich baue mich jetzt doch mal in der nächsten Runde, die war mal in die Mitte. Weil da sieht man, was es richtig ausmacht hier gerade in der Mitte. Der hatte gerade einfach mal ihr komplettes Equipment verzaubert. Ich habe den aber trotzdem noch fast bekommen. Und ja, dann sage ich mal, wir sehen uns jetzt noch mal zu einer dritten Runde. Und ja. Und dann sage ich jetzt einfach nur mal bis gleich. Und ja, hier sind wir jetzt zur dritten und auch höchstwahrscheinlich zur letzten Runde Skywars. Und jetzt werde ich mich mal, wie gesagt, in die Mitte bauen, weil... Ich sehe jetzt hier nicht wirklich einen Sinn, dass ich jetzt hier einfach mich mal wieder zur Seite bauen soll, weil nämlich das wird hier schon etwas komplizierter dann dabei. Obwohl... Ne, komm, jetzt baue ich mir mal einfach mal ein Schwert. Ich gehe dann gleich in die Mitte. Weil ich hätte gedacht, dass ich mir dann einfach mal die Dias so erfahren kann, aber das ist trotzdem noch ein kleines Problem. So. Baue ich mich mal jetzt wieder mal von hier. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich nicht anzusprechen. Jetzt werde ich mich mal etwas mehr aufs Spiel konzentrieren. Und natürlich dann nicht auf die Kante. Irgendwie bin ich heutzutage, oder heute an diesem Tag, richtig tollpatschig. Und krieg irgendwie gerade so richtig wenig auf die Reihe. Und da ist schon jemand in der Mitte. Ich muss trotzdem noch aufpassen. Hier... Bisschen mal schauen, wie ich das anstelle. Weil das ist auch sehr gefährlich und ich fall immer wieder runter. Weil ehrlich. Der.
Jo, den habe ich, perfekt. Weil ich will, dass hier nämlich niemand in die Mitte geht. So, dann mache ich mal so. Passiert mir auch relativ wenig. So, 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 so. So, perfekt. Das Eisenschwert ist besser. Hier kommen die Goldäpfel hin, hier kommt die Enderperle hin. Und hier ist der Panzer. Oh, ich brauche hier noch die Cobwebs zum Sichern. Jetzt werde ich mich mal total vertrauen. Werde ich jetzt mal total darauf vertrauen, dass hier nichts passiert. Natürlich ist hier ein verzauberter Dia-Panzer, perfekt. So, komm. Perfekt, da habe ich den. Und der hier wird, glaube ich, gleich auch zu uns kommen. Ich weiß es nicht. Oder er fällt runter. Okay, gut, jetzt muss ich erstmal hier die Sachen entsorgen. Was tausche ich denn aus? Das hier kommt weg. Das nehme ich. Das tausche ich aus dadurch. Und ich habe so viele Sachen. Ich kann das alles nicht mehr in die Truhen packen. So. Hier gibt es noch schöne Sachen. Das kommt weg. Das kommt auch weg. Das nehme ich mal alles mit. Obwohl, das Eisen lasse ich mal hier, den Diapanzer nehme ich mit. Und das hier auch. Und eigentlich gibt es jetzt nicht mehr hier zum Holen für uns. Nur da muss ich jetzt auch nochmal schauen, wo die anderen Leute hier sind. Ich habe ja einen Tracker, oder? Ja, der ist direkt geradeaus. Oder hat sich hier gerade jemand eingebaut? Ich habe keine Spitzhacke. Ich schätze mal, da hat sich jemand eingebaut. Oder es war der von eben gerade, weil wir den so schnell bekommen haben. Weil der hatte auch jetzt nicht so schlechtes Equipment. Ja, dort ist er. Da, den ich da gerade bemerkt habe. So, den Wassereimer brauche ich natürlich auch. Jetzt tue ich mir mal schnell meine Level. Und die Enderperle, die Erde tausche ich mal aus durch den Wassereimer. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Und sogar voll verzaubert. Geil. Okay, dort drüben ist der nächste. Und es leben nur noch drei. Ich überlege, ob ich mich zu dem hinwerfen soll. Ist jetzt nur so eine Überlegung von mir. Der läuft hier gerade runter. Ja, der läuft gerade runter. Geh ich auch mal runter. Nämlich, ich weiß jetzt nicht, wo der dritte ist. Das würde mich jetzt auch etwas mal interessieren. Ich tue mal so, als ob ich ihn nicht sehen würde. Als würde ich hier gerade was sortieren. Jo, der rennt jetzt gerade hier hoch. Perfekt. Das wollte ich auch so machen. Jetzt kann hier so wenig wie möglich passieren, weil nämlich das TNT, das kann uns jetzt nichts anhaben. Soweit ich weiß. Und dann müsste der hier noch was machen. Das hatte der auch vor. So, komm her. Bam. Boah, ich habe das TNT sogar entschärft. Alter. Okay, gut. Der dritte ist hier. Okay, gut. Dort ist ein Loch. Da muss ich etwas aufpassen. Boah. Alter. Ich habe gerade richtig Schiss. Yo. Gewonnen. GG. Und hab noch so ziemlich das gesamte Equipment. Da seht ihr, wie viel die Mitte ausmacht. Yay! Geil. Okay, gut. Jetzt warte ich noch, bis ich in die Lobby zurückgeportet werde. Da hatten wir sogar mal eine erfolgreiche Runde. Und ja, eigentlich gibt es mehr nichts zu sagen. Und ich habe mal wieder Lust auf Skywars. Und ja, das war's so ziemlich. Und jetzt sage ich dann mal, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und teilt seinen Freunden mit. Und ihr könnt mich ja unterstützen, wenn ihr mich abonniert. Dann sage ich bye mit I.